Leere Gleise, stehende Züge, lange Schlangen vor den Infoschaltern. In ganz Deutschland das gleiche Bild. Ob in Frankfurt, Berlin, Kassel, Leipzig oder Gießen, überall hängen Reisende fest. Wegen des Lokführerstreiks fährt seit 2 Uhr heute früh nur noch jeder vierte ICE. Scheiße, sag ich mal wirklich so, weil wir sind schon seit 2 hier, seit morgen 2 und wir warten immer noch drauf. Ich bin auf 180, wirklich, es wird nicht besser. Ich verstehe natürlich auf der einen Seite die Interessen der Lokomotivführer, aber der Zeitpunkt auch jetzt nach Corona, der ist halt sehr schlecht gewählt. Ich will ja nicht mehr als das, was ich bezahlt habe. Das, was ich bezahlt habe, will ich wenigstens haben. Die Lokführer kämpfen für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Die sind richtig traurig über das, was mit ihrer Bahn passiert. Sie leiden wahnwitzig darunter, dass ihre einst mal so stolze Bahn so oft Verspätungen hat, dass so viel nicht funktioniert. Sind ihre Forderungen angemessen? Warum streiken sie mitten in den Sommerferien? Und welche Rechte haben die Reisenden? Antworten gibt Arno Luig, Bahnkenner, Journalist und Autor des Buchs Schaden in der Oberleitung. Und darum geht es bei dem Streik. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer fordert eine Lohnerhöhung von 3,2% über eine Laufzeit von 28 Monaten. Dazu eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn bietet auch eine 3,2%ige Lohnsteigerung an, aber verteilt über 40 Monate. Keine Corona-Prämie, dafür aber den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Für GDL-Chef Klaus Weselski inakzeptabel. Wir fordern in 2021 1,4% und 600 Euro Corona-Prämie. In 2022 1,8%. Exakt das, was der öffentliche Dienst bekommen hat. Die Fronten zwischen Bahn und GDL im Tarifstreit sind verhärtet. Sind die Forderungen der GDL gerechtfertigt? Ich halte die Forderungen für gerechtfertigt und angemessen. Man könnte fast sagen, sie sind unangemessen in dem Sinne, dass sie nicht einmal die Inflationsrate abdecken. Also im Klartext, die GDL akzeptiert einen Lohnverzicht mit dieser Forderung. Und man muss diese Forderung auch sehen im Hintergrund zu den Gehältern und Löhnen der Bahnangestellten. Ein Zugbegleiter bekommt monatlich 1800 Euro netto. Eine Reinigungskraft bekommt 1200 Euro netto. Ein Lokführer kommt auf 2200 bis 2500 netto. Also das sind Löhne, die überaus ja nicht opulent sind. Vor allem, und das schafft im Augenblick diese Streikbereitschaft, wenn man sie sieht, zu den Gehältern, Bezügen der Vorstände bei der Bahn, die sich mit den Boni im Millionenbereich bewegen. Und wie groß die Enttäuschung über ihre eigene Führung ist, dokumentiert sich ja auch daran, dass 95% der Mitglieder für diesen Streik gestimmt haben. Die GDL ist eine von 2 Gewerkschaften bei der Deutschen Bahn. Sie vertritt vorwiegend die Interessen der Lokführer und des Zugpersonals. Sie ist kleiner als die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, deren Mitglieder meist aus der Verwaltung stammen. Viele vermuten, dass die GDL kämpferischer auftritt, um EVG-Mitglieder abzuwerben und selbst wichtiger im Bahnkonzern zu werden. Dass die GDL jetzt auch so kurzfristig einen so massiven Streik macht, deutet darauf hin, dass hier auch wirklich Machtinteressen der Gewerkschaft im Spiel sind, die versucht, ihren Einflussbereich auszudehnen. Das auf dem Rücken der Fahrgäste. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert den Streik. Es ist sehr kurzfristig und es ist natürlich ein erhebliches Ausmaß. Einerseits verständlich aus Sicht der Gewerkschaft, andererseits muss man halt sagen, wenn nur ein Viertel der Züge fährt, ja, dann ist das noch unter Corona und in der Ferienzeit schon ein bisschen heftig. Viele Bundesländer sind noch in den Sommerferien. Unter den Gestrandeten an den Bahnhöfen auch viele Urlauber. Kritik daher von vielen am Zeitpunkt des Streiks. Ich glaube, die graben sich ihr Wasser selber ab. Weil wenn ich jetzt in der Ferienzeit streike, dann gibt es doch viele, so wie ich auch, die ein bisschen unglücklich darüber sind und sagen, ja, also mit der Deutschen Bahn kannst du nicht mehr fahren. Es hätte ein bisschen mehr angekündigt sein können. Dann wäre das Ganze von der Planung besser gewesen. Aber warum streikt die GDL gerade jetzt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt für einen Streik. Mal ist es Weihnachten, mal ist es Ostern, mal ist Ferienbeginn, mal Ferienende.
ein Streik meistens kommt zum falschen Zeitpunkt. Und ein Streik, wenn er Sinn haben soll, muss aber auch wehtun. Ein Streik, der nicht wehtut, ist kein Streik. Gut, könnte man jetzt sagen, es trifft die Falschen. Aber wenn, sagen wir, Müllabfuhrgewerkschaften streiken, dann trifft es auch die Falschen. Es trifft immer irgendwie die Falschen. Aber der Lohnkampf aus Sicht der GDL ist, wie ich schon sagte, durchaus nachvollziehbar. Es ist, glaube ich, eine Notwehr. Jeden Tag fahren in Deutschland mehr als 1.000 Fern- und mehr als 20.000 Nahverkehrszüge. Viele von ihnen fallen jetzt aus, dazu mancherorts auch S-Bahnen. Wie sieht es da aus mit Entschädigungen? Welche Rechte haben Reisende während des Streiks? Die Bahn hat flexibel und kulant reagiert. Tickets sowie Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen wird aufgehoben. Tickets sind bis zum 20. August flexibel nutzbar. Bei Verspätung oder Zugausfall gelten die allgemeinen Fahrgastrechte. Ab 60 Minuten Verspätung erstattet die Bahn 25%, ab 120 Minuten 50% des Fahrpreises. Der vergangene Lokführerstreik hat die Bahn 10 Millionen Euro gekostet, jeden Tag. Und die GDL stellt sich auch jetzt auf einen länger andauernden Arbeitskampf ein. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass es länger dauern wird. Meiner Einschätzung nach hat der Arbeitgeber es immer noch nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht, den Mitarbeitern geht, um Wertschätzung, um Anerkennung dessen, was sie denn hier tun. Bis übermorgen früh dauert dieser erste Streik noch an, weitere danach also nicht ausgeschlossen.